Herzlich willkommen zu einem weiteren Slidecast. Diesmal geht es um Moral Hazard. Wie wollen wir dabei vorgehen? Zunächst wollen wir Ihnen das Problem, das unter dem Begriff Moral Hazard gefasst wird, erläutern und Ihnen einige damit zusammenhängende Begriffe erklären. Dann wollen wir mithilfe eines Beispiels das Moral Hazard Problem erklären. Max versichert nämlich sein Auto. Und dann wollen wir die theoretische Problematik erläutern und auf einen konkreten wirtschaftspolitischen Fall anwenden. Was ist nun Moral Hazard? Nun, Moral Hazard entsteht, wenn bei Transaktionen Informationsasymmetrien auftreten und insbesondere nach Vertragsabschluss entstehen solche Moral Hazard Situationen. Worum handelt es sich dabei? Moral Hazard ist ein Anreiz, sich nach Vertragsabschluss anders zu verhalten, als man vorher versprochen hat. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Max fährt Auto, das üblicherweise sehr vorsichtig, und hat bisher keine Versicherung für eventuelle Schäden, die damit zusammenhängen, abgeschlossen. Nehmen wir an, es gäbe keine Versicherungspflicht in diesem Beispiel. Er überlegt sich nun, ob eine Versicherung für ihn vielleicht sinnvoll wäre und tritt mit diesem Wunsch auf ein Versicherungsunternehmen zu und erklärt diesem Unternehmen, dass er üblicherweise vorsichtig fahre und auch, dass er eine bestimmte Kilometeranzahl fährt pro Monat oder pro Jahr. Die Versicherung unterbreitet ihm ein Vertragsangebot und er schließt diesen Versicherungsvertrag ab. Auf dem Weg nach Hause überlegt er sich, vielleicht fahre ich mal ein bisschen schneller, denn seine Überlegung ist, dass die Schäden, die möglicherweise durch dieses Schnellfahren auftreten, nun ja durch die Versicherung abgedeckt werden. Ohne Versicherung müsste er diese Schäden selber tragen, hätte also einen Anreiz, weiterhin vorsichtig zu fahren. Da nun ein Teil dieses Risikos durch die Versicherung übernommen wird, entsteht für ihn ein Anreiz, schneller zu fahren und damit das Vertragsverhältnis auszunutzen. Und zwar opportunistisch auszunutzen. Opportunismus, das ist, Sie wissen es noch aus dem Slidecast zum Agenturproblem, das Ausnutzen eines Informationsvorsprungs zum eigenen Vorteil. Häufig unter der Verwendung von List, Lüge, Täuschung und Tücke. Lüge tritt hier auf, Täuschung tritt hier auf, denn Max fährt schneller und das Versicherungsunternehmen hat ein Informationsdefizit, denn es kann nicht erkennen, wie schnell Max nun im konkreten Fall fährt. Wie kann man nun diese spezifische Moral Hazard Situation verallgemeinern und vielleicht sogar auf ganz konkrete wirtschaftspolitische Fragestellungen anwenden? Wir wollen eine Anwendung anschauen, die mit der Bankenkrise der letzten Jahre zusammenhängt und mit dem Begriff des Too Big to Fail verbunden ist. Too Big to Fail, also zu groß, um unterzugehen, bezeichnet Banken, die so groß sind, dass sie als systemrelevant eingestuft werden, damit ein Zusammenbruch dieser Banken für das gesamte marktwirtschaftliche System ein Problem darstellen könnte. Nun, weil der Staat das weiß, garantiert er diesen Banken, dass er sie im Falle einer Insolvenz retten würde. Und das führt bei diesen Banken zu einer riskanteren Kreditvergabe. Warum ist das so? Nun, wir schauen uns das mit Hilfe einer ganz typischen volkswirtschaftlichen Argumentation an, nämlich der Argumentation mit Grenzkosten und Grenznutzen. Wir nehmen ein Koordinatensystem und tragen dort auf der waagerechten Achse der Abszisse die Anzahl der durch die Banken gewährten Kredite ab. Auf der senkrechten Achse der Ordinate wollen wir die zusätzlichen Kosten und die zusätzlichen Nutzen, die durch diese Kredite entstehen, abtragen. Zusätzliche Nutzen, das bezeichnet man in der Mikroökonomik mit dem Begriff Grenznutzen und die verlaufen, wie Sie sicher wissen, fallend. Die Grenzkosten haben wir für unser Beispiel mal als konstant angenommen. Die könnten auch steigen, aber wir machen es uns ein bisschen einfacher und man kann die gleichen Schlussfolgerungen auch mit konstanten Grenzkosten ziehen. Und ich habe Ihnen zunächst einmal die Grenzkosten für die vollständigen Informationen abgetragen. Das ist eine Situation, in der die Banken alle Risiken, alle Kosten, die durch die Vergabe von Krediten entstehen, selber tragen müssten. Ist das der Fall? Dann würden Sie genau die Menge X1
an Krediten vergeben, weil nur bis zu diesem Punkt die Vorteile einer weiteren Kreditvergabe größer sind als die Nachteile einer weiteren Kreditvergabe. Und an diesem Punkt genau zusätzliche Vorteile und zusätzliche Nachteile sich ausgleichen. Gibt es nun einen Bailout, also eine mögliche Rettung systemrelevanter Banken durch den Staat, dann bedeutet das eine Veränderung der Entscheidungssituation für diese Banken, denn ein Teil der durch die Gewährung von Krediten entstandenen Risiken müssen sie selber nicht mehr tragen, sondern diese Risiken werden vom Staat getragen. Das heißt, für die Bank sind die Grenzkosten niedriger als vorher. Das ist ausgedrückt durch die GK-unvollständige Information hier in rosa. Ist das der Fall, dann entsteht ein Anreiz für die Bank, eben nicht mehr die Menge X1 an Krediten zu vergeben, sondern X2, mehr Risiken einzugehen, als das vorher versprochen war. Es handelt sich also tatsächlich um ein Moral Hazard Problem, denn die Banken haben dem Staat versprochen, keine risikoreichen Kredite mehr einzugehen, aber durch die Garantie, die der Staat ihnen gibt, entsteht ein Anreiz, sich opportunistisch zu verhalten und mehr Kredite aufzunehmen, als eigentlich vorher versprochen war. Für die Gesellschaft entsteht durch diese Mehrkreditvergabe ein Wohlfahrtsverlust, den Sie hier durch das rosa Dreieck abgebildet sehen. Ein Wohlfahrtsverlust entsteht dadurch, dass ja für jeden Kredit zwischen X1 und X2, der also mehr vergeben wird, als eigentlich sinnvoll ist, die gesellschaftlichen Kosten dieses zusätzlichen Kredites, also GK-vollständige Informationen, größer sind als die gesellschaftlichen Nutzen, die durch den Kredit zusätzlich entstehen, also GN. Das heißt, für alle Kredite, die mehr vergeben werden, sind die Kosten größer als die Nutzen. Und das heißt, es wäre gar nicht sinnvoll, diese Kredite zu vergeben. Da sie aber dennoch vergeben werden, entsteht ein entsprechender Wohlfahrtsverlust, das rosa Dreieck. Was haben Sie gelernt? Wir haben über Moral Hazard gesprochen. Moral Hazard ist also ein Anreiz, sich nach Vertragsabschluss anders zu verhalten, als man vorher versprochen hat. Das heißt, den Informationsvorsprung, den man hat, zum eigenen Vorteil auszunutzen. Moral Hazard entsteht also offensichtlich, wenn Wirtschaftssubjekte Risiken eingehen können, ohne die Folgen, welcher Art auch immer, tragen zu müssen. Zusammengefasst ist Moral Hazard also offensichtlich ein Haftungsproblem, weil die Haftung für die Folgen des eigenen Handelns unvollständig ist. Die Banken vergeben Kredite, haften aber nicht für die Risiken, die damit verbunden sind. Das war der Slidecast zum Moral Hazard Problem. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihren Studien.